Schon, wir haben was richtig Schönes aufgebaut. Und zwar gibt es heute eine Challenge mal wieder ausnahmsweise. Mit ist der Ananas. Man hat auch auf seinem Kanal etwas dazu gesehen. Ich blende es kurz ein. Genau. Und wir haben nämlich ganz viele Getränke genommen, die wir im Asiamarkt gefunden haben. Wir haben teilweise nicht mal eine Ahnung, was das für Früchte sind. Und die hauen wir uns jetzt in unsere Gläser rein. Und um das zu entscheiden, wie das funktioniert, erklär mal kurz, wie wir das auslosen, wer was reintut. Wir haben Go-Steine genommen. Der Baumi wird eine Handvoll nehmen und ich werde raten, ob es gerade oder ungerade ist, indem ich ein oder zwei Steine aussuche. Wenn ich richtig rate, suche ich für ihn irgendwas Schlechtes aus, hoffentlich. Und für mich etwas gut, auch nur hoffentlich, weil wir nicht wissen, was da drin ist. Und wenn ich halt falsch rate, darf er aussuchen, was ich bekomme und was er bekommt. Das ist halt trotzdem so ein 50-50-Spiel, weil wir nicht genau wissen, was scheiße ist. Okay, ein, zwei Sachen, habe ich mir schon gedacht, sind mega scheiße. Aber fangen wir einfach mal an. Gerade. 2, 4, 6, 8, 9. Ach, ich darf anfangen, ja. Ne? Also du kriegst als allererstes ganz klar, du kriegst den Sojatrink. Sojabohnen-Erfrischungstrink. Und ich nehme mir den Litchi-Saft. Litchi-Saft, der Kraft macht. Runde 2. Gerade. 2, 4, 6, 8. Okay. Bei mir ist es echt schwer zu entscheiden, weil eigentlich eine Sache, die ich sehr gern andrehen würde, aber ich nehme die zweite Sache, die ich dir auch andrehen wollte. Boah, Alter! Und zwar diese komische koreanische Reislimo. Pass mal auf, ich habe nicht mal genau gelesen. Das Ding ist nämlich Reiswein. Das hat nicht Alkohol, 6%. Deswegen war es teuer. Das ist mir so einiges. Und ich nehme hier das, wo nicht wirklich draufsteht, außer dass es irgendwas Süßliches sein soll. Sparkling Fruit. Probieren wir mal. Bin ich gespannt. Ich sammle mir die Dosen. Gerade. 2, 4, 6, 7, verdammt! Du weißt jetzt, was kommt. Willst du selbst nehmen, oder soll ich dir reichen? Ja. Sojasauce nehme ich! Mann, ey, das ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Gibt's eigentlich. Gibt's hier eine Ananas? Nach dem Bohnen-Dings. Nein. Nimm das, ja. Das ist Tee, den will ich nicht. Ich nehme lieber jetzt Mango. Nächste Runde. Gerade. 2, 4, 6, 8! Oder? Ja. 2, 4, 6, 8. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben! Also so Aloe Vera, damit auch was Gesundes für dich gemacht haben. Danke, kann man mit leben. Aber das ist, ich habe keine Ahnung, ob das gut schmeckt. Und ich nehme das, weil das kenne ich mittlerweile als Frucht. Das ist so Mangosteen. Also das hat nichts mit Mango zu tun und ist eigentlich sehr eklig, das Zeug vom Aussehen. Okay. Und gerade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17! Komm, gib mir was. Ich hab Angst. Na, was ist das? Süßlich. Ich weiß nicht, was das ist. Tamarinde. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist Tamarind? Es ist eine Rinde von irgendwas Spezielles. Ach ja, oh, Rinde. Na, das ist, passt ja zum Baum. So, Baum, Rinde, Aloe Vera. Ganz gesund für dich heute. Und ich nehm mir einfach jetzt meinen grünen Tee. Gerade. 4, 6, 7! Du kriegst definitiv Herbal Essences. Damit ich auch was Gesundes gemacht habe. Nee, es ist ein schöner Kräutertee, der schmeckt gut. Ich nehme weiße Guave. Okay, gerade. 2, 4, 6, 8. Weißt du was? Ich habe keine Lust auf Milch. Die Milch darfst du haben. Du hast schon was Weißes da. Eigentlich passt die Sojamilch voll gut zu deinen Sojabienen. Ich nehme jetzt diese Sauce Yugo Guanabana. Nimm Guanabana. Guanabana. Also, wir haben noch Kokos. Oder und Kokos. Premium oder Young Kokosnuss? Das ist jetzt die Frage. Und gerade. Ich wollte eigentlich keinen Kokosnuss haben, ne? Aber so 4, 6. Ja, sucht ja aus. Aber ich wollte eigentlich noch weniger Soja drin haben. Ja, aber du hast doch jetzt genug Soja, also Soja, Milch. Das ist meistens das gleiche eigentlich, glaube ich. Das eine ist, glaube ich, eher saftig. Mit Palp. Kann ich mit Palp, du nimmst die. Dann würde ich sagen, von allem ein bisschen. Jetzt gibt's noch mal kurz ein Shoutout, wie wer was hat. Also. Das habe ich. Und das hat Mr. Ananas.
Und jetzt geht's weiter. Ach ja, Leute, ich habe gemerkt, wir haben noch voll die Kacke am Arm von unserer letzten Challenge. Litschi? Litschi gut. Die beste. Ich fange an mit Sparkling Fruit Getränk. Wie es auch immer das sein soll. Ich bin mutig. Okay, ich probiere mal den Reiswein. Wie ein Mangosaft mag ich. Weißer Guave. So schlimm? Das sollte eigentlich was Leckeres sein. Was ist das denn? Das sollte eigentlich was Leckeres sein. Das schmeckt jetzt nicht mega scheiße aus, aber total unerwartet. Ba, 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 ba. Alter, ne. Hier, probier mal die Guave, das ist ein bisschen bessere Guave. Hier, probieren wir den. Du hast eine falsche Kokosnuss gewählt. Die beiden ist ungefähr 1 Million mal besser. Wirklich 1 Million mal. Boah! Baumrinde! Ich weiß nicht, ob das anders ist, aber es steht ja drin. Schmeckt gar nicht so schlecht, oder? Schmeckt nicht so schlecht. Schmeckt echt nicht so schlecht. Unbekannt, aber nicht so schlecht. Es ist ein bisschen zu süß, aber ich finde, das ist das, wo ich echt ein bisschen Angst habe. Sojabohnen, oh, ja. Limo. Oh, das ist echt nicht wie es flockt! Das ist ein Leaf-Vlog. Das Ding wollte ich dir nicht aufgehen. Scheiß Dose. Ich hasse dich. Ich bitte, lass mich diesmal nicht zu viel rein. Ja, mach ein bisschen, also. Okay. Oh, mein Gott, das wie es ausschaut. Ich hab keinen Bock, das zu trinken. Komm. Ja, das schon. Na, das auch nicht. Das ist lecker. Darauf war ich jetzt gar nicht gefasst. Okay, da bin ich geschmeckt. Ich glaube, der schmeckt geil, aber scheiße in der Kombi. Ich denke, er ist nicht süß, sondern wie diese grünen Tee, die wir in Japan haben. Guck dir mal an, wie das flockt. Ich hab viel zu viel Sojasauce rein. Ich habe so viele Geschmäcker im Mund, Alter, ich kann es nicht mehr eigentlich. Ja, aber schau mal dein Glas an mein Glas. Ach komm bitte. Mach das so Aloe Vera, das war eigentlich das Beste, was du hattest, oder Litschi. Ich hab echt nur Scheiße, Alter. Ich will noch ein bisschen Litschi. Kann man denn immer noch lecker, eigentlich? Okay, rein, komm. Du hast nämlich genug anderes. Hier kannst du mal die Gläser schön zeigen. Alter, das ist so viel! Baumi, weil du vorher schon bei der anderen Challenge Pech hattest, mit dem Scheiß was reinkam, obwohl du eigentlich nur die guten Sachen hattest, bist du auf ein. Du musst nur die Hälfte davon ausdrücken. Okay. Nur die Hälfte rein, aber die musst du ausdrücken. Sonst gibst du Strafe einen Mix aus all dem. Soll ich auch mal bezahlen? Entscheid du, aber nimm den einmal gleich zur Hand. Obwohl, weißt du was, ich kotze eher unwahrscheinlicher, deswegen fange ich lieber sich jetzt einfach an. Ich muss mitfahren! Was für ein Wichser! Ich will nicht! Ohne Witz, das ist echt lecker. Ich verarsch mich nicht, ich denk's noch aus. Aber es ist echt lecker. Ja, schmeckt wirklich cool! So ein Brett, Alter. Das ist die Rache für meinen Smoothie. Prost! Prost! Läuft! Ich probiere dein Gesicht. Ach komm, probier doch mal, das ist ganz gut. Ich sehe dein Gesicht und das mich voll. Aber ich hab jetzt echt zum Glück nicht unten die ganze Sojasauce mit aufgeschmeckt, ne? Wow! Okay, davon muss jetzt ein Schluck. Einen guten Schluck. Nein? Okay, ja, alles cool. Aber ich könnte es nicht austrinken, also das wäre echt. Du hast die Hälfte, ich sag, du hast gut geschafft. Vor allem, ich hab's auch, finde ich, gut geschafft mit meinen. Finger weg von meinem Kieber. Ich sag's euch. Mir schmeckt alles nur scheiße, weil Litschi drin war, weil ich Litschi gewählt habe. Echt, was Litschi das für mich? Nein, das hat alles gerettet, Litschi. Aber bei mir alles lecker. Ich denke halt vor allem die Milch und die Sojasauce zusammen sind der Todesstoß. Boah, ich hab mir irgendwas reingefasst. Ich denke mal meins aus. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, wie ich noch mehr am Abkotzen bin, denkt dran, schaut bei ihm vorbei.
ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Challenge. Ist mal ein bisschen was anderes. Seid guter Chase-Stuff hier. Und vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und das Video zu teilen und Leute zu verlinken, die das auch mal probieren sollten. Und schaut bei ihm vorbei. Da gibt's das gleiche mit Asia Food. Mit Sachen, die wir auch noch nie gesehen haben. Sayonara! Ciao!